Wenn ich meine Fragebögen ausgeteilt und alle angekreuzt oder ausgefüllt sind, dann geht es zur Auswertung. Dazu bieten sich zwei Dinge an. Das eine ist die Strichliste und das andere ist eine sogenannte Uhrliste. Wenn ich das Alter der Kinder meiner Klasse abgefragt habe, muss ich bei den Fragebögen erst einmal mir ansehen, wie alt sind denn die Kinder in der Klasse? Und dann kann ich diese Jahresangaben aufschreiben und dahinter für jedes Kind, was diese Antwort gegeben hat, jeweils einen Strich setzen. Dann habe ich erst einmal eine Übersicht in der Strichliste. Eine ähnliche Möglichkeit ist es, die Vorauswahl, die ich zum Beispiel beim Schulweg gegeben hatte, mir aufzuschreiben und statt der Striche für jedes Kind ein Smiley dahinter zu malen. So habe ich gleich eine gute Übersicht und schon das erste Diagramm mit Piktogrammen. Um meine Fragebögen auszuwerten, kann ich auch den ganzen Stapel durchgehen und nach von jedem Fragebogen das Alter zum Beispiel mir herausnehmen. Und ich schreibe vom ersten Fragebogen auf, das Kind ist hier 10 Jahre alt, das nächste Kind ist 11, das dritte ist 9 und so weiter, bis ich alle Fragebögen abgearbeitet habe. Also so, wie es gerade zufällig kommt, schreibe ich hintereinander weg eine Liste mit den Altersangaben. Auch hier kann ich dann, wenn ich ein bisschen suche, sehen, es gibt die Altersangaben 9, 10, 11, 12 und 13 Jahre, um sie dann hinterher in eine Strichliste umzuwandeln, die wir vorher gesehen hatten. Ich zeige sie noch mal kurz. Hier ist die Strichliste. Wenn ich durch einen Fragebogen meine Daten erhoben habe und sie dann in einer Uhrliste oder Strichliste, je nach Rubrik, also je nach der Fragestellung, aufgeschrieben habe, kann ich mir überlegen, wie möchte ich meine Daten denn sonst noch darstellen. Dazu gibt es verschiedene Diagrammarten. Sieh dir dazu bitte mein Video Diagramme 1 und Diagramme 2 an. Ich hoffe, du hattest Ideen für einen Fragebogen und kannst jetzt deine Umfrage starten und erst einmal eine Strichliste oder Uhrliste für jedes gefragte Item hier anlegen. Viel Vergnügen!